Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Jude, der Söldner. Ja. Fighting's almost second nature at this point. You really do have a knack for combat. Maybe you should look into a career as a mercenary. I teach you everything you need to know. Me? A mercenary? No way! I couldn't bear to see Jude turn out like Alvin! Tipo's right! Yeah, that wouldn't suit Jude at all. Nor would I trust Alvin's guidance on the matter. It's unanimous, then. Motion denied. Ouch, that's harsh. When did I become the least influential member of the party? Don't worry, Alvin. The least influential member isn't you. That would be the guy whose opinion is completely ignored, even when the topic is focused around him. Don't let it get you down, kid. Mann, Jude wird gemobbt, indirekt, irgendwie. Hier liegen Säcke rum. Man könnte meinen, ein königlicher Palast wäre mit mehr Ordnung gekrönt. Boah. Aber das ist natürlich praktisch, da man ja so nachgucken kann. Ja, ich glaube, und da ist schon wieder was. Hallo. Auch meine Nase juckt immer noch. Jemand. Als Maul. Er hat mich überrascht. Er klingt so lebensecht. So, Attack. So, was haben wir hier? Oh geil, Truhe. Truhe. Steinmütze. Cool. Direkt ausrüsten. Wir bekommen mal Ausrüstungsgegenstände. Ja, super. So, ich sehe was drin. Nö. Nase juckt immer noch. Ich möchte euch nur auf dem Laufenden halten. So, hiervon können wir natürlich nichts mitnehmen. Irgendwie ein Speer. Wieso kämpft keiner mit dem Speer? Warum? Ja, weil das jetzt die ganze Zeit nicht so. So, was haben wir hier? Noch mehr Räume. Und Gegner. Wir haben Schwanzpedern. Ja, da sind nur noch 4, weil ich wieder ein paar abgegeben habe. Wir haben so 320 noch was. Und ist ein starker Gegner. Okay. Verdammt. Karten und Cowboy. Na gut. So, komm mal her. Ich bin vom Rundung. Warum leckt das hier so? Oh Gott. Warum ist das hier so am Leben? Gibt's doch nicht. Danke, Alvin. Cool. Aber Mann, hau. Zip. Was für stylische Angriffe er hat. Warum ruckelt das hier so? Das Spiel ruckelt, wie geht das denn? Warum sind hier noch so viele übrig? So. Tibor. So, komm mal her. Mal, komm noch mal. Boah, dann nehme ich. Da ist das angegriffen, ist klar. Pirouette und aua. Au, 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 au. So, so kann ich scheinen, genau. Und Elfenheilung. Aua. So. Zack, und er tritt einfach in der Luft, während da niemand ist. Na jetzt die Grenzüberschreitung zu aktivieren, wäre blöd. Im nächsten Kampf. Guck ich mal, ob das mit Mystic Art geht. Ach. Und 1900 galt, geil. So, hey. Roter Salbei. Geode, meinetwegen. Und der Truhe. Dunkelheitsumhang haben wir, glaube ich, nicht, ne? Egal.
Bleibt auf Standby. So. Ja. Dann gehen wir gleich ein höher. War, glaube ich, auch schon richtig, wo wir hingegangen sind. Käse und Obst. Mann, da brauche ich nicht. Oh, ich sollte mich vielleicht in den anderen Räumen nochmal umgucken, weil da konnte ich nichts untersuchen. Vielleicht konnte ich es ja. Ja, hier ist ein heiliger Trank. Oh, ich habe die Rolle. Ganz, ganz paranoid. Abgecheckt. Aber naja. Na, gucken wir eben nochmal. Ich hab's ja. Ist ja nur eure Zeit, die ich verschwende. Und meine. So, nix. Und nix. Warte. Was soll denn das? Gehen wir hoch. Jo. Da kommt wahrscheinlich hier. Ne, durch diese Tür müssen wir genau. Aha. Wir kommen mal zurück. So, geh du mal aus dem Weg. So, nächstes Gebiet. Was haben wir hier? Alles genau das gleiche. So, diesmal von rechts. Von rechts! Hier war was jetzt an. So, wo ist. Da, wenn ich jetzt wüsste, wo die eine. Nein, da wollte ich gar nicht. So, wo ist der eine Angriff? Geil. Zack. Bam. Final Fury. Hey. Das ist ein bekannter Angriff. Geil. Schön. Haben wir noch mehrere Mystic Arts? Ich glaube hier. Nee, ich glaube, man hatte nur eine, oder? Zack. Verdammt. It's your morals that are messed up. Totally. Oh, that's just my charm. Schön. Die erste Mystic Art. Endra 3. Final Fury. Glaube ich. Warum stand da nicht Final Fury? So. Oh. Truhe. Und Rahmenschwarzpeter. Gut. Boah, meine Nase juckt. Juckt so extrem. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier. Gewandheitsring. Na toll, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Was bestimmt hier so geschickt plus 5 oder 10 oder was weiß ich. Oh. Die Schriftrolle von Fan. Wow. Verbote. Ihr sollt nicht die Hülle berühren. Ihr sollt keine Geister konsumieren. Ihr sollt nicht an vergangene Heimatländer denken. Ein früheres Heimatland ist keine Heimat mehr, sondern das Exil derer, die sich dieser verbotenen widersetzt haben. Okay. Gibt's hier noch mehr? Komm schon, ich möchte mehr lernen. Dann nicht. Die habe ich einfach eiskalt ignoriert. So, oh, Sack. Ein Sackgesicht. Boah, ich muss mir die Nase gleich putzen, ey. Gibt's doch nicht. Was? So, nächster Raum. Mehr Loot, mehr Schätze. Und was weiß ich, Rundenhype. Habe ich denn schon? Also nicht. Wer trägt ja noch mal rein für du? Verdammt. Habe ich schon alles gekauft? Ich bin schon viel zu weit mit den Shops. Gibt's auch nicht. Und Rahmenschwarze Federn. Gut. Oh, da lag was. Ein Bienenstock. Was macht ein Bienenstock in einem königlichen Palast? Ich will es nur mal anmerken. Finden ja allgemein sehr viel Müll, weil der König da hat's ja, ne? Warum sind wir in dem Königspalast? Ich dachte, wir sind hier in irgendeinem Palast von irgendjemanden, aber nicht vom König. So, Perle und mehr Wissen? Nein, weniger Wissen. Ah, das Gummi. Und hier. Überall war drin, außer in den Raum, wo ich am Anfang war. Alles Teiler, gut. Die werde ich bestimmt noch alle gebrauchen am Ende. So, haben wir hier noch was? Nein, okay, dann gehen wir weiter nach oben. Wir haben eiskalt alle Gegner hier ignoriert.
aber jetzt kommen sowieso neue Gegner, ne? Yep. Nein, doch. Es ist natürlich erstmal meine Aufgabe, die ganzen Mystikas zu entdecken. Nein, nein, nein. Warum machst du aus? Warum machst du normal irgendwas? Au, 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 au. Ey, was? Was? Ey, 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 ey. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Ey. Ey. Was ist das denn? Bitte? Wie Flucht unmöglich? Was zum Teufel? Habt ihr sie mal? Was war das denn? Na, warte mal, Rome, komm mal her. Zum Teufel war das denn? Ja, da kannst du ja gar nicht mehr raus. Hör auf damit. So, viel besser, danke. Ey, wie mies das war. Ah. Ey, guckt euch mal das an, ey. Kann ja gar nichts machen hier. Boah. Ey, ja, ist gut. Ist gut. Okay, TP, ja, super. Er war jetzt aber wirklich nicht sehr fair. Hätte ich bitte schon dagegen machen sollen. Hört ihr auf damit. So, zack. Tödlicher Kreis. Wow, was ist das denn? Ey, die machen immer noch weiter mit denen. Ey, wie unfair die Gegner hier sein können. Oh, schön. Ja, Krankenschwester. Boah, das war ein unfairer Kampf irgendwie. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So, kommen wir von hier aus. Wir können ja locker wieder raus. Okay. Schätze, hey, das war wirklich was. Ich weiß nicht. Ja gut. Boah, dann war es aber nicht nett gerade. Oh, hier ist auch noch was. Und da ist eine Truhe, hallo? Konnte ich dir übersehen? Ja, danke. Ist ja auch noch was. Da unten ist auch noch was. Mann, nee, da ist ein Gegner. So. Ich habe so das Gefühl, hier passiert was. Deswegen speichere ich mal hier. Mache verfrühten Schnitt. Eine Minute lang. Eine verfrühte Minute, ein Schnitt. Dann putze ich erstmal meine Nase, weil das ist ja irre. Guck mal hier nochmal. Nö. Nö. Okay. Dann verabschiede ich mich hier und wir sehen uns. Das sieht schon aus wie ein Thronraum irgendwie. Audienzsaal. Weil das sieht aus hier wie dieses Gebüsch, was dieser Typ um sich herum anhat. Der Rushable König Nachtigall. Aber egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.